Ich hätte nie gedacht, dass ich mal gerettet werde. Schon gar nicht von so einem kleinen Drachen. Ich hab nie an dir gezweifelt, Spyro. Das will ich hoffen. Thank you.
Danke, dass du mich gerettet hast. Dich von Nordkommandos in Acht, Spyro. Die sollten sich lieber vor mir in Acht nehmen.
bist Toast, Nock. Es tut mir ehrlich leid. Ich hab euch irgendwie vergessen. Was ist mit Gnasty Gnork? Gnasty Gnork, der ist Toast. Also heißt das, er herrscht wieder Ordnung in Drachenreich? Ja, größtenteils. Ich muss noch ein paar Schätze einsammeln. Was hast du jetzt vor? Ich denke, alles ist möglich. Thank you.
Das, die ist jetzt Geschichte. Und? Was ist da drin? Ich glaube, das ist Nestys Schatzkammer. Aber das Tor öffnet sich nur, wenn du alles im Drachenreich gefunden hast. Komm wieder, wenn du 100% erreicht hast.
Spyro der Drache. Du hast Gnasty Gnork besiegt, die Dracheneier gesammelt, die Drachen gerettet und sämtliche Schätze im ganzen Drachenreich geborgen. Wie fühlst du dich? Einfach fantastisch, Bob. Und ich freue mich tierisch für die Drachenwelt. Ich will nicht bis ans Ende meiner Drachentage an Gnasty Gnork und seine schrägen Schergen geraten. Schergen? Ach, vergiss es. Wie heißt es so schön? Jeder gute Kampf braucht einen guten Gegner. Und ich finde, Gnasty war trotz seiner vielen Fehltritte ein würdiger Gegner. Oh, da geht's wieder los.